Von 600 Gemeinden in Niederösterreich wurde dieser Tag geschwächert als eine der Gemeinden mit den coolsten Sommerferienspielen ausgewählt. Die Auszeichnung wurde im Landhaus von St. Pölten von Landesrat Wilfing an Bürgermeister Gerhard Frauenberger übergeben. Herzlich willkommen zur Urkundenverleihung und Prämierung der coolsten Sommerferienspielprogramme Niederösterreichs. Ja, wir haben heuer ein ultra cooles Ferienspiel gehabt mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei 118 Stationen konnten sich die Schwächer der Kinder und Jugendlichen hier einerseits bei Spiel, Spaß und Sport in den Ferien vergnügen. Ich glaube, das zeigt sich, dass hier in ganz Niederösterreich Ferienspiele in den einzelnen Gemeinden stattfinden. Aber ich glaube, in Schwächert ganz besonders ein cooles Ferienspiel. Und ich möchte mich hier auch gleichzeitig bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier dieses Ferienspiel ausgerichtet haben. Wir haben ein sehr, sehr umfassendes Ferienspiel gehabt. Wir haben insgesamt 15 Veranstaltungen gehabt. Wir haben für eine große Gemeinde, wie wir es sind, einen überraschend guten Zulauf heuer gehabt. Mehr als 50% Steigerung gegenüber der Vorjahre. Ein Dank an alle Vereine in Laxenburg, die sich da beteiligt haben. Wir veranstalten insgesamt über 25 Veranstaltungen, Juli und August, und haben eine durchschnittliche Beteiligung von 25 Kindern. Die Kinder lernen die Gemeinde kennen, die Kinder lernen die Vereine kennen, und danke an die Vereine, die letztendlich auch die Basis und der Motor dieser Initiative ist. Das waren, glaube ich, heuer an die 280 Kinder, die da waren, und die lachenden Gesichter und dass sie immer wieder gerne mitmachen. Ich glaube, das ist das größte Lob, was wir als Gemeinde bekommen können. Wir machen das bereits mehr als 20 Jahre, und ich freue mich natürlich, dass auch das Land Niederösterreich diese Dinge durch solche Aktionen wie die heutige auszeichnet, weil das ist ja der Beweis, dass es gut angenommen wird, dass es öffentliche Bedeutung hat. In diesem Sinne, weitermachen. Was glauben Sie, braucht Ihre Tochter, dass sie sich in ihrer Gemeinde wohlfühlen kann? Meine Tochter braucht auf jeden Fall eine aktive Gemeinde, die sehr viel anbietet, weil sie ist sehr, sehr ein aufgewecktes Mädel. Wir haben heute noch Turnen am 5. Nachmittag. Und im Sommer natürlich haben wir auch schon bei einigen Spielen mitgemacht. Also wir nehmen das Angebot schon sehr gut an. Ich kenne das aus meiner eigenen Heimatgemeinde, wo immer wirklich über 100 daran teilnehmen. Und so gesehen kann ich nur jeder Gemeinde empfehlen, es ebenfalls mit einem Sommerferienspiel zu probieren, weil es die Kinder danken und weil es eine Gemeinschaft in der Gemeinde bildet, die sich auch später bezahlbar macht. So wear my brand new shoes.